Oh, meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 14. Adventskalendertürchen das neue Buch von Gesa Neitzel vor, nämlich Löwenherz. Es ist das dritte Buch der Autorin und wir haben hier im Grunde eine Fortsetzung ihres ersten Buches Frühstück mit Elefanten. Denn die Geschichte schließt im Grunde danach an. Das heißt, es empfiehlt sich schon, die Vorgeschichte sozusagen zu kennen. Also wenn wir Gesa Neitzel das erste Mal begegnen, wie sie uns von ihrer Situation erzählt, dass sie in Berlin wohnt, was ihr Job ist, warum sie den aufgibt, warum sie nach Afrika geht, was ihre Motivation ist, Rangerin zu werden. Denn hier erzählt sie uns im Grunde die weitere Geschichte, wie es dann in ihrem Leben weitergegangen ist, was sie erlebt hat, wie sie auf private Safari sozusagen geht, also ganz alleine mit ihrem Partner, den sie in Afrika kennenlernt, dann eben ja auch dieses Land bereist, was sie an Highlights erlebt, was sie auch einfach weitergibt und ja, wie man im Grunde am besten einfach mal selbst durch Afrika reisen sollte. Ich bin ein großer Afrika-Fan, mein Herz schlägt da sehr, 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 habe einige Länder bereist, auch schon eine Safari gemacht. Und wer Wildtiere einmal in dieser Natur gesehen hat, der möchte erst recht nicht in irgendeinen Zoo gehen und sich da Elefanten oder Tiger oder Löwen oder Giraffen anschauen. Also geht nicht in Zoos, das als Message ganz, ganz wichtig. Bei Löwenherzen haben wir eben eine weitere Geschichte von Gesa Neitzel, die uns eben mitnimmt, wie sie selbst auf Reisen in Afrika geht, wie sie jetzt mal ohne ihren Ranger-Blick, den sie aber nie ganz ablegen kann, wie sie eben auf ja, Entdeckungstour geht, welche Wünsche sie sich erfüllt, welche Tiere sie gerne beobachten möchte, was ihre Highlights sind. Natürlich erzählt sie uns auch einfach von dem Leben vor Ort, wie es ist, eben Rangerin zu sein, was da ja mit Gästen so auch für Dinge, was sie da erlebt hat und ja, wie ihr ganzes Leben jetzt im Grunde sich verändert hat und wie wohl sie sich fühlt, was für Dinge auch wichtig sind, Tierschutz, Umweltschutz, alles wichtige Themen, die sie hier auch nochmal aufgreift. Das hat sie in ihrem anderen Buch Into the Wild, glaube ich, ja auch schon gemacht. Das ist, glaube ich, im letzten Jahr erschienen. Ich bin mir gerade gar nicht... The Wonderful Wild, so war es. Und da hat sie ja auch vor allem mehr eigentlich über den Umwelt- und Tierschutz gesprochen, während sie hier wirklich eher wieder ja, uns von diesen Reisen in Afrika erzählt. Und es ist lebendig, es ist echt, es hat Highlight-Momente, wo ich mir wünschte, ich wäre einfach dabei gewesen. Es gibt so ein paar Tiere, die ich auch noch in freier Natur sehen möchte. Und was sie hier erlebt, das beschreibt sie mit wunderbaren Worten. Also ich finde, Gesa Neitzel kann nicht nur Momente einfangen mit der Kamera oder eben mit ihren Gedanken, sondern sie kann sie auch wunderbar formulieren. Sehr bildhaft, man hat das Gefühl, man ist dabei, man sitzt hier mit am Wasserloch der Elefanten, man sitzt hier mit am Lagerfeuer und es gibt eben auch so Momente da, wo es auch mal brenzlig wird, wo nicht alles klappt. Und auch hier erzählt sie uns eben, wie wichtig es ist, zum Beispiel einfach den Kopf beisammen zu haben und erstmal darüber nachzudenken, was ist der nächste Schritt und einfach, dass man in der Natur immer aufmerksam sein muss und wie man eben auch mit der Natur im Einklang leben kann, wie man mit Tieren eben auch irgendwie zusammenleben kann, ohne dass man zusammenlebt. Und ich fand das einfach toll. Ich mag es, wenn sich Menschen für die Natur einsetzen, wenn sie einfach machen, wenn sie es richtig machen, wenn man eben auch einfach Dinge abwägt und auch erklärt, warum man vielleicht Dinge augenscheinlich erstmal nicht perfekt macht, aber dass die im Hintergrund eben doch ganz andere Dinge losgetreten werden, sich Rädchen drehen. Ich finde, das macht Gesa Neitzel wirklich toll. Und sie hat einfach diese wunderbare Gabe, wirklich diese Momente einzufangen, sie bildhaft zu beschreiben und mich wirklich mitzunehmen. Also ich wirklich das Gefühl habe, ich sitze hier mit ihr, ich erlebe das mit ihr und sie fängt auch die Welt so wunderbar ein. Also auch die Momente, die sie auswählt, um darüber zu berichten, da merkt man so diese besondere Sicht, die ihr Herz im Grunde irgendwie auf die Dinge hat. Und das macht Gesa Neitzel für mich ganz, ganz besonders. Ich mochte schon Frühstück mit Elefanten. Das fand ich richtig, richtig toll. Ich mochte auch Wonderful Life, Wonderful Wild. Ich habe es irgendwie nicht mit dem Titel. The Wonderful Wild hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen, obwohl es anders war, als ich erwartet habe. Und Löwenherzen hat mir auch unglaublich gut gefallen. Besonders, was es mit den Löwenherzen dann eben auf sich hat. Und ach, ich habe auch direkt Lust, eigentlich irgendwie mal Richtung Südafrika wieder zu reisen. Und ja, mir das einfach nochmal oder... Ja, nicht nochmal, aber Tiere nochmal in der freien Natur zu erleben. In Südafrika war ich noch nicht, aber ja, da hätte ich richtig, richtig Lust. Und ja, da kann man sich definitiv ein wenig wegträumen. Und ich hoffe, das macht ihr heute am 14. Dezember auch ein wenig und ihr hattet Spaß mit dem Türchen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Türchen oder im nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, eure Steffi.